Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer. Ich hatte euch neulich gezeigt, wie ich diese kleinen Schneemänner nähe. Die habe ich mir ja als Blumenstecker genäht, aber man kann die ja auch noch für andere Dekozwecke gebrauchen. Dann habe ich euch gezeigt, wie ich diese kuscheligen Bommel oder Pompons mache. Und in meinem letzten Video habe ich euch diese großen Schneeflocken gezeigt, mit Fransengarn umhäkelt. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich aus diesen Schneemännern, den Pompons und den Schneeflocken ein Mobile fürs Kinderzimmer mache. Für das Mobile habe ich Draht genommen und aus dem Draht einen großen Ring gebogen. Der Ring hat einen Durchmesser etwa von 30 cm. Dann habe ich den Draht bewickelt. Ich habe den Draht mit Bändchengarn bewickelt. Das hat lange gedauert. Aber ich hatte leider kein passendes Schleifenband, sonst geht das viel schneller, wenn man so einen Drahtring mit Schleifenband umwickelt. Aber mit dem Bändchengarn ging das auch ganz gut. Dann habe ich drei Bänder an den Ring geknotet. Oben habe ich eine Schlaufe gelassen zum Anhängen. Und in diesen Ring werde ich jetzt die Schneeflocken und die Bommeln und die Schneemänner hängen, und damit soll das Mobile dann schon fertig sein. Und wie das aussieht, das zeige ich euch dann gleich. Ich habe jetzt die Schneemänner, die Bommel und die Schneeflocken an dem Drahtring festgebunden, und so sieht das Mobile jetzt aus. Man kann das schlecht filmen, weil das so groß ist, aber ich hoffe, ihr könnt das trotzdem ganz gut sehen. Ich habe für dieses Mobile jetzt 2 Schneemänner verbraucht, 6 Schneeflocken und 4 Bommeln. Als Winterdekoration kann man das ja noch schön bis Ende Februar hängen lassen. Und dann geht es ja mit der Frühlingsdeko weiter. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr das Mobile nachmachen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!